So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Blau in der Randomizer Nuzlocke Challenge. Im letzten Part haben wir erfolgreich die Arena von Metania City und zwar geklatscht. Und zwar haben wir dort gegen Giovanni, dem Rocket Boss, gekämpft und ihm noch ein letztes Mal gezeigt, was eine Haarkur ist. Genau, und nun geht es auf in Richtung Siegestraße, würde ich sagen. Hier wird uns auf jeden Fall nochmal ein Rivalenkampf erwarten. Leider, aber ist okay, denke ich. Ist okay. Ich glaube, wir müssen oben lang, oder? Ja, ich glaube, wir mussten oben lang. Und dann dürfte uns hier der Rivale anquatschen. Juhu, tollerweise. Was, Flo? Was für eine Überraschung. Du bist also auch auf dem Weg zur Pokémon-Liga, oder? Du besitzt auch alle Orden. Das ist cool. Flo, ich werde mich für die Pokémon-Liga aufwärmen, indem ich dich besiege. Also los geht's. So, bitte habt einen erträglichen Typen. Wow. Da ist mein Controller fast von beiden gefallen. Und er hat einfach mal 6 Pokémon. Und er hat entweder Eis- oder Psycho-Pokémon, was mehr oder weniger erträglich ist. Die auch schon auf einem relativ hohen Level sind. Eieiei. Bitte sei Eis. Obwohl, Eis ist halt viel mit Wasser auch, ne? Dann lieber Psycho. Okay, ist ein Psycho-Pokémon. Und da tauschen wir mal durch zum Schinken. Einmal zum Schinken durchtauschen. Das ist okay soweit. Ja, ich denke mal, der wird uns jetzt keine allzu großen Probleme machen. Hoffe ich. Kann natürlich auch sein, dass er uns jetzt total fertig macht, aber ich denke nicht. Ich denke mal, wir sind ganz gut gewappnet gegen alle Gefahren. Und vor der Liga trainiere ich auf jeden Fall noch, weil das höchste in der Liga ist, sind Level 60er Pokémon. Sollten mindestens alle Level 50, wenn nicht sogar höher sein. Von daher, so ein bisschen trainieren würde ich da schon noch wollen. Würde ich mal so behaupten. So ganz grob. Also, ich mache auf jeden Fall halt, wir gehen jetzt durch die Siegestraße hindurch. Mal schauen, was uns dann noch anspringt. Wir haben noch 2 Encounter offen. Aber ich denke mal, wir gehen mit dem Team, was wir jetzt haben, in die Liga. Und dann schauen wir mal, wie gut gelevelt unser Team ist. Aber ich denke mal, ich darf noch eine kleine Training-Session einlegen. Weil sonst könnte es doch ein bisschen gefährlich werden. Ja, minimal ein bisschen. Aber mal schauen. Vielleicht traue ich mich auch sogar so. Vielleicht traue ich mich so, weil ich einfach keinen Bock habe, noch weiter zu trainieren. Aber mal schauen. Eins weiß ich auf jeden Fall. Für Mewtwo werden wir nicht trainieren. Da gehen wir so rein. Und wenn da alle sterben, dann ist es halt so. Aber ich sag mal so, es ist eh die letzte Hürde, die wir haben. Von daher, wenn wir jetzt auch sterben würden, dann würde ich halt die Pokémon-Liga noch weitermachen. Dann ist die Challenge zwar nicht geschafft grundsätzlich, aber wir haben dann zumindest alles aus dem Spiel gesehen, wisst ihr? Ja, naja, wie immer sein. Achso, ja, er hat ja noch Tutok, das vergesse ich immer wieder. Seinen Starter hat er ja immer dabei. Was kann er denn? Panzerschutz. Das ist okay, das ist erträglich. Und es ist auf Level 53. Macht euch das mal klar. Level 53. Das ist ein Kackstarter. Aber das ist okay, solange wir was Effektives dagegen haben. Wunderbar. Wunderbärchen. Level 47 für Honig. Das ist doch was Schickes. Was? Ich war zu unvorsichtig. In der Tat, das warst du. Das war ein gutes Aufwärmtraining. Ich bin gut auf die Pokémon-Liga vorbereitet. Flo, auch wenn du gewonnen hast, musst du mehr trainieren. Ich glaube, du bist dir dessen bewusst. Bis dann. Ist okay, ich mag diesen Typen nicht. Aber es ist okay. Ich mag ihn einfach nicht. Er ist schrecklich. Aber was soll's? Gary. So, und jetzt endlich. Das war immer das Geilste für mich an den Spielen irgendwie. Oh, du trägst den Felsohren, dann darfst du weitergehen. Das hier ist jetzt übrigens offiziell Route 23, soweit ich weiß. Also ab hier beginnt Route 23. Schauen wir aber nochmal auf die Karte. Genau. Hier können wir noch ein Pokémon fangen und in der Siegestraße selbst. Das nur passieren, wenn du bereits den Quellohren besitzt. Wunderbar, du trägst den Quellohren. Ach, ich mag das. Okay, setz deinen Weg fort. Ah, ich mag das irgendwie, diese ganzen verschiedenen Passagen. Ich fand es doof, dass man das später nicht mehr hat. Später nur noch, ja, wenn du alle Ohren hast, darfst du passieren. Das nur passieren, wenn du bereits den Donnerohren besitzt. Wunderbar, du trägst den Donnerohren. Ja, in der Tat. Okay, setze deinen Weg vor. Das war so ein bisschen stoppend, hinderlich, aber ich finde das cool, weil, komm, da weiß man wenigstens, man hat was vollbracht. Das nur passieren, wenn du bereits den Farbohren besitzt.
Wunderbar, du trägst den Farborn. Da lässt man nochmal so ein bisschen Revue passieren, wisst ihr? Was man so gemacht hat, was man so geleistet hat in dieser Spielwelt. Ist schon cool, finde ich so. Und hier ist die Musik nicht mehr ganz so episch. Aber wir gucken mal, ob wir hier noch ein Pokémon finden. Ob ihm Wasser wegkommt. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Seelenorden besitzt. Wunderbar, du trägst den Seelenorden, den wir von Ko gehalten haben. Obwohl der eigentlich ja mehr zu Sabrina gehören sollte. Aber ja, Übersetzungsfehler halt, ne? Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Sumpforden besitzt, den wir von Sabrina haben. Genau. Wunderbärchen. Ob hier noch was anspringt? Ich glaube, hier gab es auch noch, ja, hier gab es auch noch Gras. Genau. Schauen wir hier im Gras mal nach, was uns hier anspringt. Im hohen Gras. Und der Pokémon für Route 23 ist Zubat, was wir aber schon haben. Von daher darf ich nochmal weitermachen. Vielleicht finden wir hier auch nichts mehr, weil wir schon relativ viele Evolutionsreihen haben, sozusagen. Schauen wir mal. So ein Schlurp oder so, wäre auch ganz lustig, oder? Schlurp hat man, glaube ich, noch gar nicht gesehen, oder? In diesem Spiel stand hier zumindest. Ich glaube nicht. Haben wir es auch mal als Gegner gesehen? Ich glaube auch nicht, oder? Na, mal schauen, was wir hier bekommen. Bisasam, wir haben nochmal die Chance auf einen Bisasam. Diesmal werfe ich einfach direkt Pokebälle. Okay, okay. Es könnte jetzt ein bisschen dauern, aber egal. Egal, wir haben die Zeit. Und wenn wir jetzt nur durch die Kontrolle durchkommen, ist halt so. Obwohl es mir eigentlich auch scheißegal, ob wir dieses Bisasam fangen, weil ich meine, ich möchte eigentlich schon mit meinem Team, was wir jetzt haben, durch die Arena durchgehen, durch die Liga durchgehen. Aber für den Fall der Fälle, wäre es vielleicht doch cool, das noch drin zu haben. Und wir haben es auch gefangen. Ging ja doch schneller als gedacht. Dieser Samen wurde gefangen. Wunderbärchen. Samen. Dieses Pokémon trägt von Geburt an einen Samen auf deinem Rücken, der mit ihm keimt und wächst. Möchtest du dieser Samen? Ja, bitte. Wie nenne ich es denn? Nenne ich es Rosenkohl? Ich nenne es Rosenkohl, komm. Oder Blumenkohl? Nee, Rosenkohl passt, glaube ich, besser. Ich glaube, Rosenkohl passt. Blumenkohl wird schwer. Rosenkohl. Igidigit, denkt sich der ein oder andere. Und auch ich denke Igidigit, aber macht ja nichts. Wie das Pokémon heißt, hat nichts darüber auszusagen, wie es ist. Okay, ich akzeptiere die inneren Werte dieses Pokémons. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Vulkanorm von Pyro besitzt. Den haben wir natürlich. Wunderbärchen. Okay, setze deinen Weg fort. Ich setze meinen Weg fort, ob du willst oder nicht. So, und auch der letzte Orden wird gleich abgefragt. Hallöchen, du darfst nur passieren, wenn du bereits den Erdorden besitzt. Den uns Giovanni gegeben hat, natürlich. Okay, setz deinen Weg fort, mache ich. Siegestraße, Pokémon Liga. Wunderbärchen, und damit sind wir in der Siegestraße und unser erster Encounter. Und der Encounter ist ein Knuddelo. Eierkuchen, du warst unser erster Verlust. Ich liebe dich immer noch. Bis heute. Aber mal schauen, was wir sonst bekommen. Mal schauen, was wir sonst hier noch bekommen. Ich werde natürlich erstmal unseren Encounter hier versuchen zu bekommen. Marshock haben wir noch nicht. Hatten wir noch nicht. Gut, dann ist Marshock unser Encounter für diese Route. Dann schwächen wir aber immer ein bisschen den. Sollten wir auch gut geschwächt bekommen, oder? Ja, Paruzuki behält er aus. Der sollte mir nicht großartig was tun können, oder? Sage ich jetzt so leichtsinnig. Aber ich denke mal nicht, dass er uns was großartig tun kann. Ich meine, wenn er nur die ganze Zeit Energiefokus macht, dann eh nicht. Von daher. Ja, Karateschlag ist aber normaler Attacker. Ist okay. Macht nicht so viel Schaden. War okay. War insgesamt okay. So. Und dann mach mal hier, bitte. Dankeschön. Wie nehmen wir den denn? Kraftports. Dieses Pokémon ist super stark. Es kann sich nur mit einem kraftregulierenden Gürtel bewegen. Wie nennen wir es denn? Ei. Nee. Ei wegen Eiweiß, wisst ihr? Nee. Wie nennen wir es? Was hat denn viele Proteine? Fleisch halt. Nennen wir es einfach nur Fleisch? Komm, wir nennen es einfach nur Fleisch. Es ist einfach pures Fleisch. Pures Fleisch bist du, Marshock. Pures Fleisch.
Wunderbar. Gut, damit hätten wir alle Encounter für diesen Spielstand gefangen. Tatsächlich. Mehr Encounter dürfen wir nicht. So, den oberen Felsen können wir nicht bewegen. Den hier können wir eventuell bewegen, aber wohin weiß ich noch nicht. Was ist das hier? Was ist das? Also ehrlich, was ist das? Ist das ein Bug? Ist das ein Grafikfehler? Ich habe keine... Achso, nee, da muss bestimmt der Stein drauf. Naja, da muss der Stein drauf. Okay. Da muss sicherlich der Stein drauf. So, wer konnte nochmal Stärke? Ich glaube, Schnitze konnte Stärke, ne? Jo, gut. Goodie. So, dann schieben wir den mal bis dort hinten hin. Ja, es wird ein bisschen... Es wird ein bisschen Sisyphus-Arbeit, aber so ist das hier in den Kackhöhlen. Ich denke mal, wir machen tatsächlich auch die Siegestraße bis zum Ende. Dass ich dann für den nächsten Part quasi trainieren kann. Ohne dass ich mich dabei schlecht fühlen muss. Warum sollte ich mich auch schlecht fühlen dabei? So, ich glaube, der muss noch einen höher. Dann können wir ihn an die Wand hauen und dann kann er runter. Genau, so muss das. So muss das. Und nun sollte die Wand dort auf sein. Genau. Genau. So easy poppy ist das. Wunderbar. Du bist eine Ass-Trainerin, ne? Glaubst du etwa, du kannst es mit mir aufnehmen? Aber selbstverständlich, ich bin der King. Ich bin der King und du bist gar nichts. Spaß. Rosanna, ja Wunderbärchen. Das können wir doch locker easy mit Chili besiegen. Mach das exakt perfekte Pokémon vorne. Bin ein bisschen euphorisch, weil wir das Spiel bald durch haben. Und ich muss euch leider mitteilen, wahrscheinlich wird es nach Pokémon mal wieder eine kurze Pause geben. Eine kürzere oder längere. Ich muss sehen, wie, wann ich aufnehmen kann. Seht das als Osterpause sozusagen. Auch wenn wahrscheinlich der letzte Part sogar Ostern kommen wird dann. Aber ja. Nehmt es als Pause an. Gutes. Ich will keinen Feuersturm. Mach ich Erholung. Ich mach mal Erholung. Das sollte okay sein, wenn du jetzt nicht nochmal Psychokinese draufballerst. Gefolge ist okay. Da setze ich mal die Pokeflöte ein und dann gehe ich nochmal drauf auf ihn. Wunderbärchen. Achso, es hält ja sogar mal alle schlafenden Pokémon. Das ist ganz cool. Das ist das Coolste daran an der Pokeflöte, dass es einfach alle schlafenden Pokémon wieder aufweckt. Kopfnuss, ja, kein Ding. Kein Ding. Hat jetzt zwar ein bisschen länger gedauert, aber hey, Chili soll auch mal ein paar AP, EP mehr bekommen und mal Level aufsteigen. Ich bin raus. Das ist schön. Das ist gut für mich, dass du raus bist. Ist mir eigentlich aber auch vollkommen wurscht. Ich glaube, du bist gut. Gut genug, um mich zu schlagen. Aber selbstverständlich bin ich das. Ich bin der Beste hier. Ich will der Allerbeste sein. Keiner vor euch war. Ja, Ammonidas, ich gehe da mal. Tschüssi. Bestimmt nicht mit ihm hier. Nee. Wem trete ich denn da mal an? Schon mit Schinken, oder? Schon mit dem stinkenden Schinken? Nein, Schinken stinkt nicht. Also gelegentlich schon, wenn er verschimmelt so, aber so grundsätzlich riecht Schinken eigentlich ganz plausibel, also ganz passabel, oder? Also wahrscheinlich ist dieses Schinken geruchslos, weil es sind Magnete. Wie sollen die riechen? Hm? Ich weiß es nicht. Sag du es mir. So, hast du jetzt Ammonitas, Kabuto? Ich tippe fast drauf. Das wäre natürlich hervorragend für mich so grundsätzlich, also hätte ich grundsätzlich nichts gegen. Okay, gegen Chillock habe ich aber auch nichts. Habe ich auch nichts gegen, wenn du das einsetzen möchtest. Brauche alles Two-Hits, aber es ist okay. Solarstrahl willst du? Oder machst du duckzig? Nee. Ach, der macht hier, wie ist denn das? Schädelwurmer? Ich glaube, er wollte Schädelwurmer einsetzen. Golking mit den wunderschönen Lippen. Golke. Wunderbar. Alles am Boda. Ich glaube, so lange war die Siegestraße auch gar nicht. Von daher denke ich mal, wir bleiben sogar unter einer halben Stunde eventuell, wenn wir uns gut anstellen. Wenn wir uns gut anstellen, heißt es. Sternschauer. Nee, ich glaube nicht. Soll ja Sternschauer lernen? Statt Superschall? Komm, Superschall nutze ich eh nicht, oder? Dann soll er lieber nochmal... Eine neutrale Attacke erlernen sozusagen, eine, die jeden treffen kann für den Notfall, ne? Immerhin hatte ich eine Chance. Dachtest du?
Ich sehe das ganz anders. Aber naja, wie du meinst, wie du meinst. Hier ist noch ein Item. Wie kriegen wir das denn? Wahrscheinlich, indem wir hier einfach weiterschieben, oder? Ja, verbauen wir uns ein Item auf jeden Fall. Aber so ist das. TM 43, was ist das? Was ist diese TM? Himmelsfeger, will ich das für Bräule haben? Ich glaube, die ist zu unsafe. Nee. Ich glaube erstmal nicht, sorry. Aber nee. Ich glaube, die ist sehr unsafe. Also die trifft nicht immer 100% und die braucht, glaube ich, auch zwei Runden, um quasi anzugreifen. Ne? Das ist mir ein bisschen doof. Auf das eine Item, da ist jetzt mal geschissen. Wird wahrscheinlich eh nichts Spannendes sein. Von daher gehen wir einfach weiter. Von daher gehen wir einfach weiter. Schau mal, was uns hier erwartet. Gut, wie machen wir den denn? Okay, easy. Easy going. Easy going, würde ich behaupten. Wunderbärchen. Einmal hier ran. Und dann halt zweimal runter. Und dann können wir ihn nach links weiterschieben. Ja, okay. Kein Problem eigentlich. Kein Problem. Übrigens, hier ist natürlich auch noch, ja, wie ihr schon seht, dort oben ist Lavados. Den holen wir uns natürlich auch. Den bekämpfen wir auch in diesem Part. Die Siegestraße stellt eine Art Abschlussprüfung für Trainer dar. Wunderbärchen, das ist ja Wunderbärchen, das wusste ich ja noch gar nicht, du. Nidorino, das ist aber sehr läppisch. Das ist doch sehr läppisch. Da habe ich mir auch mehr erhofft. Na gut, kann man Schnitzel wieder ran. Schnitzel hat schon länger nichts mehr gemacht, muss ich sagen. Hornbucher war die One-Hit-KO-Attacke, oder? Hornbucher ist eine One-Hit-KO-Attacke. Also aufpassen. Eieiei. Setzt der erstmal einen One-Hit-KO-Move ein? Ich glaub's ja nicht. Wehe, das macht irgendwer in der Liga. Wehe, die Scheiße macht irgendwer in der Liga. So einen Kack-One-Hit-KO-Move einsetzen. Ich glaub, dann raste ich aus, ne? Wenn mir durch sowas Pokémon draufgehen sollten, dann raste ich aus. Ich sollte vielleicht wechseln und nicht einfach kämpfen. Gut, wenn du jetzt den Scheiß machst, dann ist mir das auch relativ egal. Weiß gar nicht, ich glaube, Schaufler wäre noch ein bisschen stärker, dadurch, dass es ein Stab ist und ja, ich glaube, Pflanze ist neutral effektiv quasi. Also halt, Pflanze ist neutral effektiv. Ah, ja, das hast du gut erkannt. Das hast du gut erkannt, mein Freund. Ich weiß zwar nicht, was du sagen wolltest, aber du hast es gut erkannt. TM5 ist. Welche TM ist es? Ich werde Himmelsfeger auch gleich hier in den Müll werfen. Tschüss. Was nett mit dir, Himmelsfeger. Und was ist TM5? Was ist TM5? Mega Kick. Kann er so irgendwer? Nö. Dann Müll. Tschüss. Tschüss, war nett mit dir. War nett mit dir, Mega Kick. Aber ich brauch dich nicht. Und du bist? Du möchtest also die Top 4 herausfordern? Ja, doch schon, doch, ja. Durchaus. Hätte ich jetzt nichts gegen. Du komischer Jongleur. Ja, mein Maul wird trocken. Ja, Quapuzzi, da möchte ich nicht drin bleiben. Da kann doch wieder Chinken kämpfen und ich muss mal was trinken. Tut mir leid. Unprofessionalität hoch 10, aber ist so. So, Donner trifft bitte. Natürlich trifft der Donner nicht. Aber es ist ja typisch. Aber jetzt trifft er. Wunderbar. Nachdem er eingenebelt wurde. Toll. Ah, mein Maul, mein Hals tut ein bisschen weh. Sorry, dass ich da mal was trinken musste. Aber so ist das Leben. Ein Döner-Schock bitte. Aufs Quapuzzi hinauf. Joa, kein Problem. No problemo. Wappo, auch kein Problem. Zwei Donnerschocks und das ist auch hinüber. Ja. Gut. Ah, wir sollten keine größeren Probleme mehr bekommen. Also zumindest nicht in der Siegestraße. In der Liga kann das nochmal ganz anders aussehen. Aber ich denke mal, vorher trainiere ich dann nochmal ein bisschen. Wie gesagt, ist glaube ich das Safere. Wenn ich so spiele, dass ich alle nochmal so auf Level 55 hochbringe, würde ich sagen.
Aber mal schauen, wie ich Bock habe. Auf jeden Fall bringe ich alle auf ein einheitliches Level. So fischte Pest. Voll erwischt. Wunderbar. Wunderbar, dass ich dich voll erwischt habe. Das gefällt mir gut. So, hier ist noch ein Trainer, der ein Item bewacht. Ein Hyperheiler, das nehme ich gerne. Komm nur her, ich werde dich besiegen. Ey, 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 mal ganz ruhig mit den jungen Pferden hier. Mal ganz ruhig, ne? Ich glaube nicht, dass du das wirst. Auch nicht mit deinem Lamus. Sind hier auch keine Pokémon für Chili, ey? Also unglaublich. Darf ich auch bitte einen Donner draufhauen? Bitte einen, der relativ schnell wirkt. Bitte, bitte. Danke. Weil Lamus ist dann doch schon eine Hausnummer für sich. Kack-Verteidigungsviech, also gut, zumindest normale Verteidigung, Spezialverteidigung geht so, ne? Und Level 45 für Chili, immerhin. Enderun, haben wir dich schon mal gesehen in diesem Let's Play? Ich glaube nicht. Bei manchen bin ich mir echt nicht sicher, wen wir schon gesehen haben und wen wir noch nicht gesehen haben. Aber naja, passt schon. Passt schon soweit. Wunderbar. Oh weia, ich bin besiegt. Ja, das bist du. Ja, das bist du. In der Tat, das hast du gut erkannt. Und dein Kumpel hier besiege ich auch noch. Die Siegelstraße ist sehr schwer zu meistern. Ach, es geht. Es geht. Alles ist okay soweit. Okay, Kingla ist natürlich auch wieder keine Aufgabe für Jenny. Magneton freut sich jedoch. Magneton freut sich sehr über die Siegelstraße, glaube ich. 4 zum Brutzeln hat er auf jeden Fall. Oh Gott, Stampfer? Ja, macht okayen Schaden. Ja, komm, der wird 1-Hit-KO sein, denke ich. Hoffe ich. Also sonst, wenn er irgendwas Stärkeres noch im Pedo gehabt hätte, hätte ich Angst gehabt jetzt. Guillotine. Wahrscheinlich. Gut gemacht, danke. Wenigstens geben die einem hier auch Props. TM 17, die nächste TM, die wir bestimmt nicht brauchen können, aber was ist es denn? Überroller. Ja, Müll, tschüssi. Bestimmt nicht. Ist eine dämliche Attacke, glaube ich. Ist gar nicht, der hat, glaube ich, was mit dem Gewicht zu tun und so ein Scheiß. Ich heile übrigens mal hoch für den Fall der Fälle. Oh nein, ein Hyperdrang für 30 Punkte. Oh nein, wie konnte er nur? 72 geht das aber klar. So, wo geht es hier jetzt weiter? Wir können die Leitern hoch, aber mal schauen, ob wir das wollen. Ich denke, wir wollen es. Ja, auch das Item hier. Man erzählt von einem Wunderkind. Hallo, ich bin's. Ja, wir werden die Siegelstraße in diesem Part abschließen. So viel steht fest. Bisaflor, da freut sich doch endlich mal Chili. Und Gott, ist Bisaflor hier hässlich. Sorry, dass ich das so sage dir ins Gesicht, Bisaflor, aber du bist verdammt hässlich. Du bist verdammt hässlich, so vom Gesicht her. Noch ein Bisaflor. Wie viele Bisaflors hast du? 3 Stück? Wahrscheinlich. So ein Scheiß, wahrscheinlich hat er wirklich 3 Bisaflors. Der Toxer, okay, okay. Hab schon kapiert. Scheinbar darf Chili keinen Kampf alleine führen. Ich habe schon kapiert. Chili hat es wahrscheinlich auch kapiert und denkt sich so, Manu, was soll das? Ich wollte doch endlich mal einen Kampf alleine zu Ende bringen. Und dann den Doxer. Den Doxer macht ihm einen Strich durch die Rechnung, aber das ist okay. Das ist soweit okay. Wunderbärchen. Du bist das Wunderkind. In der Tat, das bin ich. Top-Beleber, juhu, noch was für den Müll. Für den Müll. Darf ich eh nicht einsetzen. Also weg damit. Tschüss. Wunderbar. Wunderbärchen, das weiß ich noch nicht, wo es hin muss. Hä? Habe ich einen Schutz an? Kommt jetzt irgendwas Stärkeres hier? Oh, in der Tat, es kommt was gleich Starkes. Okay. Okay. Das ist ja spannend. So, hier muss auch noch ein Stärkestein rein irgendwann. Mal schauen, wann wir den finden, welcher dorthin muss. Ich habe keine Ahnung, welcher es sein wird. Wenn, dann muss ich Chili auch gleich von der Spitze nehmen, wenn das zu nervig wird. Aber mal schauen. So, was ist die nächste TM hier? Wie viele TMs gibt es hier?
Explosion, ja, ganz sicher. Ich bringe sie Magneton gleich bei. Tschüss. Bloß weg damit. Ich bin aber nicht geisteskrank. Bin zwar krank, aber nicht geisteskrank. Okay, das ist, glaube ich, der Stein, der da sogar hin muss. Das wird ein nerviges Rätsel, glaube ich sogar. Dürfen es auf jeden Fall nicht an die Wand schieben. Weil sonst ist es an die Wand gefahren. Verstehen Sie? Nee, ich denke mal, das dürfen wir echt nicht. Also halt auf jeden Fall nicht dort oben lang, weil sonst können wir es dann nicht mehr runterschieben und so. Das wäre von daher nicht so schlau. Es kann sich nur um Stunden handeln, sage ich euch mal so viel. So viel sage ich euch. Und dann muss ich mir das Ganze gleich mal ganz genau angucken. Wo muss der rein? Der kann nur dort rein. Aber wie muss er verschoben werden? Kann auf jeden Fall nur hier rein. So, wie wollen wir es haben? Ich glaube, wir wollen ihn so haben. Dann wollen wir ihn... Oh. Nee. So ist schon richtig. Dann so. Ja, okay, ich hab's. Ich hab's doch schon. Alles gut. Ist doch kein Problem gewesen. Eigentlich. Nö, ist eigentlich wirklich kein Problem gewesen. Denk mal, der hat hier irgendwo diesen Weg frei gemacht. Genau, da oben bei der Trainerin. War nämlich auch noch so ein oller Weg. So, und der hier ist, glaube ich, nur irgendwas. Ich weiß nicht, was er macht, aber er macht irgendwas bestimmt. Schon was ganz Wichtiges, aber naja. Trainer sind geborene Kämpfer, immer auf der Suche nach starken Gegnern. Jo, in der Tat. Deswegen kämpfen wir jetzt auch gegen sie. Wir kämpfen gegen sie. Mit ihrem Snobilica. Das könnte Chili eigentlich mal übernehmen. Haben wir eh nichts sehr Effektives gegen, oder? Haben wir nicht. Ich hoffe nur, dass keins der Top 4 Normal-Pokémon trainiert. Das wäre, glaube ich, über das Case-Szenario. Ich glaube, Normal-Pokémon wären das Schlimmste, was uns passieren könnte. Tatsächlich. Weil da gibt es schon einige Brocken, so Relaxo. Beispielsweise Schlorp, Chanera, Snobilicat, sind alle nicht ohne. Sind alle nicht ganz ohne, vor allem Chanera nicht. Also die kann zwar nicht viel, aber die hat halt, ja, gute Verteidigung, ne? Ja, Spätzdev zumindest. Ach ja, ich liebe es. Badabdabdabda. Ohne Schleichwerbung zu machen. Ich würde sagen, da heile ich mich gleich mal von dem Schlaf hier. Das möchte ich nämlich nicht ertragen. Nein, danke. Schlafen, nein, danke. Duplexieb kannst du ruhig machen. Ist mir eigentlich relativ wurscht, was du hier machst. Solange du mich damit in Ruhe lässt, okay? Okay. Ist immer noch nicht tot. Och, nee. Der nächste. Und der nächste schreckliche. Aber der ist, glaube ich, nicht ganz so gut, was die Spätzdev angeht. Und der nächste, der das macht. Oh Gott. Welch ein schrecklicher Kampf. Dann tausche ich zu Schnitzel. Der kann jetzt mal hier ordentlich was machen. Metronom, mach Explosion oder so. Spreng dich selbst in die Luft, das wäre schön gewesen. Zahltag, ja gut, ne? Ja gut, wenn du meinst. Ich meine ja nicht, aber wenn du meinst. Nein. Das darf jetzt nicht ernsthaft wahr sein, oder? Ich glaube aber, Pixie hat eine schlechtere, also eine bessere Def als Spätzdev, ne? Von daher möchte ich direkt mal wechseln zu Kaviar und einen Server draufklatschen. Ich glaube, das wäre sinnvoll. Ja, definitiv hat es eine bessere Def als eine bessere Spätzdev. Das hat die Stärke ihn ja KO'd, glaube ich, oder? Ziemlich safe. Es kann sich nur um Stunden annehmen, bis wir die Siegestraße fertig haben. Es kann sich nur um Stunden annehmen. Aber es macht nichts. Wenn dieser Part eine Stunde lang wird, dann ist es halt so. Machen die Siegestraße halt fertig. So sei es. Dafür, dass die letzten Parts ein bisschen kürzer waren, wird der hier extrem lang. Okay? Okay. Wenn er 40, 50 Minuten geht, was soll's. Ich glaube aber, so lang ist die Siegestraße dann doch nicht. Trotzdem. Das war ein Kampf. Das war kein Kampf, das war ein Krampf. Cool, du bist wirklich stark, danke. Und ich sammle noch ein bisschen das Hartgeld auf, das die leicht bekleidete Dame fallen lassen hat. Hahaha. So. Na, okay. Das ist natürlich jetzt doof, weil hier mich jetzt durchaus Pokémon angreifen können mit Level 45 und so.
Das ist halt doof, aber was soll's. Kann ich jetzt nichts dran ändern. So ist das nun mal. So ist das. Aber hier sind ja zwei Trainer, die uns hoffentlich dann auch den Level abgeben. Nur Auserwählte dürfen passieren. Ich bin auserwählt. Ich bin auserwählt. Ich bin mehr als das. Ich bin der Auserwählte. Ich bin Neo quasi aus der Matrix. So, 10, ja, das können wir eigentlich handeln. Dadurch, dass wir Eisattacken auf KW drauf haben, können wir das handeln. Sollte nicht das Ding sein. 10 ist natürlich ein bisschen stärker, aber der schon großartig können. Vor allem, wenn er ihm erstmal ein Item gibt, dann kann es eh nichts. Gut, er könnte jetzt Megasauger oder Gigasauger oder so machen, aber ich glaube, selbst das würde Kaviar nicht allzu viel abziehen. Kaviar noch zusätzlich den Eistypen hat und Pflanze auf Eis dürften nicht sehr effektiv sein, ne? Irgendwie so, glaube ich. Irgendwie so. Kaviar reicht auch Level 45, das ist schön. Das ist gut. Dann ist dieser Satzen ja auch kein Problem mehr, oder? Ist doch kein Ding für dich, Kaviar. Gar keins. Kaviar denkt sich so, ich hab doch kein Problem mit dem doofen Satzenia. Ich fasse es nicht. Ja, ich auch nicht, wie scheiße du bist. Gleich siehst du, wie gut du bist. Also sehr gut. Ziemlich gut, krass gut. Übertrieben, mega hammermäßig gut. Ich denke, das fasst es gut zusammen. Da freut sich auch Kaviar drüber, über diese Pokémon-Auswahl. Über diese Pokémon-Auswahl freut sich Kaviar ganz besonders. Da es nur Boden-Pokémon sein können. Und die erledigt Kaviar im Nu. Dann erreicht es bestimmt gleich noch ein Level ab und dann kann uns hier nichts mehr was anhaben quasi. Also doch, können schon noch, aber halt keine wilden Pokémon mehr angreifen, soweit ich das weiß. Also soweit ich das sehe, ich denke mal 45 ist das Maximum, was hier kommt. Von daher passt es schon. Eieiei. Nach der Siegestraße wird mein Hals sowas von zerstört sein, aber gut, ich werde danach erstmal eine Aufnahmepause machen. Ja, mal schauen, wann ich die Liga angehe, ob ich die heute vielleicht sogar noch angehe. Mal schauen. Das darf doch nicht wahr sein. Grrr. Doch, das darf wahr sein. Schutz wirkt nicht mehr. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt. So, hier sind Stärkesteine, Stärkesteine, Stärkesteine. Ich weiß nicht, ob der was bringt. Aber mal gemacht haben, schadet sicher nicht. Ist hier noch irgendwie so ein Knöpfchen? So ein Knöpfchen für Strapchen? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ich sehe zumindest keinen. Dich habe ich besiegt soweit. Ich weiß auch gar nicht, wie wir zu Lavados kommen. Zurzeit. Aber das findet man noch heraus. Ist ja nicht das Ding, oder? Sollte ja nicht das Ding sein. Gut, da kommen wir jetzt irgendwie gar nicht weiter. Hier haben wir jetzt natürlich den Stein. Das ist gut, denke ich. Denke ich mal. Hilfe. Ich habe eine Nachricht bekommen. Ich habe mich erschrocken. Okay, hier waren wir schon mal. Hier waren wir schon mal. Gut, ich glaube, von hier aus kommen wir jetzt auch irgendwie ran an das, was wir müssen. Ich glaube, wir müssen da das... Oh, ja, okay. Alles kein Problem, ich weiß, wie es weitergeht. Alles kein Problem. Ja, ich würde doch gerne. Ich würde doch gerne. Mach mal hier stärker. So, es kann sich jetzt nur um Stunden handeln, bis wir hier fertig sind. Ich gucke in der Zeit mal auf mein Handy, was ich gerade für eine Nachricht bekommen habe. Es schneit, was? Meine Freundin hat gerade geschrieben, es schneit. Und die ist eigentlich nicht so weit entfernt von mir. Also, ich sehe es noch nicht. Naja, mal schauen. Wir haben heute übrigens den 12. April und es schneit. Wahrscheinlich nachher noch bei uns. Also, oder es schneit schon bei uns. Okay. Okay, April. April, weiß nicht, was er will. Trifft mal wieder 100% zu. Aber ja. Spektakulär. Das ist das Ende der Siegestraße, oder? Halt, ich wollte noch nicht raus. Ich wollte noch zu Lavados. Ich wollte noch zu Lavados. Freunde. Ich wollte noch zu Lavados. Wie komme ich an Lavados also ran? Gut, ich weiß zumindest, wo der Ausgang ist. Das ist schon mal vielversprechend. Ich weiß schon mal, wo der Ausgang ist. Aber wo? Wie komme ich zu Lavados? Ich habe so eine Vermutung. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Fängt irgendwo die Zukunft an. Quatsch. Ich würde da jetzt sogar auch mal ein stärkeres Pokémon an die Spitze setzen, dass wir hier nicht belästigt werden.
Das war hier momentan nicht belästigt werden. Das wäre mir dann doch ganz lieb. Bei Lavados haben wir ja schon von oben herab quasi gesehen, aber wie kommen wir ran? Wie kommen wir ran an diesem doofen Vogel? Hier ist auf jeden Fall noch was. Ach nee, sag mir jetzt, nee. Sag mir jetzt nicht, ich muss das jetzt so machen und nochmal alles neu machen. Okay, wisst ihr was? Ich glaube, ich gehe doch nochmal raus. Und verlasse jetzt erstmal die Liga sozusagen. Weil ich verlasse jetzt erstmal den Ort hier. Und dann schneide ich euch Lavados rein. Okay, machen wir es so. Ich glaube, das ist die sinnvollere Idee. Die sinnvollere Art, das hier abzuschließen. Ja, doch, definitiv. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in die... Obwohl... Nee, komm, scheiß drauf. Ich hab's euch jetzt versprochen. Oder doch, ich schneide es euch rein, aber ich schneide jetzt, mache jetzt an dieser Stelle hier einen Cut. Ich schneide es euch rein, okay? Also dann. Gut. Dann bis gleich. Ich werde mir mal erstmal angucken, wie genau wir das machen müssen, weil wir jetzt ja scheinbar nochmal die Stellenstärke verschieben müssen und so ein Scheiß. Also, bis gleich. So, ich bin's wieder und ja, wisst ihr, wo ihr zu Lavados kommt? Hier erinnert euch bestimmt an diesen Raum hier, wo man diese Kugel verschieben musste. Und einfach mal diese Leiter runtergehen, hätte es wahrscheinlich gebracht. Wenn du an mir vorbeikommst, kannst du zu den Top 4 gehen. Okay. Hier ist noch ein Trainer und da kommen wir auch zu Lavados. Wunderbar. Haben wir das zumindest auch gefunden. Tut mir leid, dass ich ein bisschen verpeilt war und das erst jetzt gefunden habe, aber so ist es. So ist es. Naja, wie dem auch sei. Wir haben ihn ja gleich geschafft und dann verlassen wir noch die Siegestraße hier bitte. Das mache ich dann offscreen, also schnippe ich euch raus. Ja, kennt ihr den Weg zum Ausgang quasi mehr oder weniger. Und ja, das schneide ich euch dann raus noch zusätzlich. Wird ein sehr zerschnittener Part diesmal, merke ich, aber was soll's, ne? Ist halt so. Passiert halt. Es gibt auch solche Parts. Nidoking, oh Steak. Unser Starter hat leider nicht überlebt damals. Aber naja, was soll's. Dieses Nidoking wird's ebenfalls nicht überleben. Und wir erreichen Level 46 bei Kaviar. Wunderschön. Knogger sollte auch kein Problem sein. Und ich werde auch Kaviar gleich an die Spitze setzen, weil Lavados sollte 1-KO sein mit einem Surfer, denke ich mal. Oder mit zwei wahrscheinlich. Mal schauen, ne? Nein, unglaublich. Doch. Oh. So, wie gesagt, erstmal Kaviar an die Spitze setzen. Der sollte das dann locker easy machen können. Wunderbar. So, das Item nehmen wir natürlich noch mit. Das Megablock, wow. Und Lavados. Ja, Lavados. Der schöne Phönix oder so. Okay, hat keinen schönen Sprite in dieser Gen. Von daher gehörst du vernichtet. Du gehörst vernichtet, hast du gehört. Wunderbar. Ja, gut, tu it KO, ist okay. Feuerwirbel, macht das was? Ist das nicht so ähnlich wie Wickel und so? Ja, es ist so ähnlich wie Wickel, okay. Der Kampf könnte sich doch ein bisschen mehr ziehen durch diese doofe Attacke, aber kein Problem, haben wir Lavados auch besiegt. Wunderbar. So, ich setze gleich wieder einen Cut und dann sehen wir uns am Ausgang wieder quasi, würde ich sagen. Also, bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder draußen. Ich durfte das ganze Rätsel tatsächlich normal machen, aber was soll's. Nun sind wir draußen und gehen jetzt noch die letzten Schritte zur Pokémon-Liga. Hier ist noch ein kleines Labyrinth, aber das sollte auch kein Problem für uns sein, denke ich mal. Sollten wir doch auch machen können, oder? Dieses kleine, aber feine Labyrinth hier zu durchqueren, sollte keine große Hürde sein. Denn wir haben es auch schon geschafft. Wir sind offiziell in der Pokémon-Liga angekommen. Wunderbar, hier können wir nochmal heilen und so alles. Aber das machen wir am Anfang des nächsten Parts oder ich mache es offscreen schon mal. Auf jeden Fall, bis dahin, Tschüssikowski, euer Flostwi und bis zum nächsten Part, wo es dann in die Liga geht, aber vorher trainiere ich noch. Also, Tschüssikowski, euer Flostwi, bye bye.